2023 in Paris. Freedom! Hallo liebe Leute, schön bei diesem sonnigen Tag, dass ihr auch hier seid. Es sind 9 Monate vergangen. Über 9 Monate sind vergangen, seitdem die junge Kurdin Jina Mahsa Amini ermordet worden ist und seitdem die Protestbewegung im Iran nicht aufgehört hat. Für viele haben wir das Gefühl, die Protestbewegung ist beendet, es ist nichts mehr los im Iran, alles ist wieder vorbei und jeder lebt sein normales Leben. Das ist aber nicht so. Es ist nicht so, weil wir haben dieses Gefühl, weil die Medien nicht darüber informieren. Man hört nichts mehr in den Nachrichten, aber wir hören immer noch, was im Iran passiert. Und die Protestbewegung hat kein Ende und die geht weiter. Sie hat verschiedene Formen. In Streiks, also dass es immer noch Streiks gibt, dann, dass die Frauen ganz stark sind, ihre Kopftücher weiterhin abnehmen und durch die Straßen laufen, die Männer kurze Hosen tragen und sie mit ihren Hunden rausgehen. Für uns ganz normale, banale Sachen, aber in anderen Ländern wie im Iran leider nicht normal. Dann gibt es die Studentenbewegung, die Schülerbewegung immer noch. Ich wollte heute über vor allem 3 Persönlichkeiten, die jetzt gerade im Iran auch Thema sind, sprechen. Einmal ist es Aksar Shokojan. Einmal ist es Niloufar Ahmedi und Elohim Mohammadi. Das sind diese beiden Journalistinnen. Diese beiden Journalistinnen waren die ersten, die über den Tod von Jina Mahsa Amini berichtet haben. Die eine ist sogar noch nach Sakres, das ist da, wo Jina Mahsa Amini auch beerdigt worden ist und hat auch nochmal von da aus berichtet. Und beide sind seitdem im Gefängnis, also seit über 9 Monaten. Und letzte Woche war deren Prozessanfang. Wir wissen noch nicht, was für eine Strafe auf sie zukommt, aber das wird eine starke und sehr schwere Strafe sein. Weil auch da wird wahrscheinlich gelten Verdorbenheit und gegen das islamische Regime gesprochen und gehandelt. Und deshalb müssen wir ganz laut sein für die politischen Gefangenen. Das ist nur ein Beispiel. Dann haben wir Nohi Taravi. Da ist ihr Foto. Sie ist Deutsch-Iranerin, 68 Jahre alt und seit 2020 im Iran im Gefängnis. Sie wurde festgenommen, weil ihr wird auch vorgeworfen, dass sie mit terroristischen Gemeinschaften zusammenarbeitet und so weiter. Und seitdem ist sie auch im Gefängnis. Ihr geht es gesundheitlich gerade sehr, sehr, sehr schlecht. Sie kriegt keine medizinische Versorgung. Und ihre Tochter, die auch in Köln lebt, die Marie-Claire, die versucht gerade auch natürlich alles, damit ihre Mutter auch frei kommt. Und also für sie ist jetzt erstmal wichtig, dass sie wieder auf die Beine kommt und dass es ihr wieder besser geht. Und dafür kann sich nur die Bundesregierung einsetzen. Und deshalb müssen wir ganz laut sein und auch ihren Namen sagen, so wie sie als Deutsch-Iranerin, als Kölnerin. Und auch für Jamshid Sharmat, der jetzt auch schon sein Urteil bekommen hat und das kann jetzt jeden Tag hingerichtet werden. Diese beiden sagen wir jetzt einfach, weil das Deutsch-Iranerinnen sind. Das sind Menschen so wie wir, die hier leben und deutsche Staatsbürgerschaft haben, also mit doppeltem Pass. Ich habe meinen iranischen und meinen deutschen Pass. Und wenn ich jetzt in den Iran fliegen würde und ich festgenommen würde, könnte das Gleiche mir passieren wie diese beiden Personen. Und die Bundesregierung kann nichts für uns tun, wird gesagt. Aber der Handel geht jeden Tag weiter. Und das Regime
kann immer weiter und weiter hinrichten, weil sie wissen, dass keiner was tut, dass die Bundesregierung und auch die anderen Politiker nichts gegen sie tun. Und das ist das, was wirklich also erschreckend ist. Dann gibt es einen kleinen Jungen, der heißt Kian Pierfalak. Das ist der kleine Junge, der ist so bekannt geworden wegen seinem Regenbogen. Und er war 9 Jahre alt, als er erschossen worden ist, wo er mit seinem Vater, er wollte gar nicht zur Demonstration und er war mit seinem Vater unterwegs und dann wurde er erschossen. Ist tot, heute ist sein Geburtstag, er wäre heute 10 Jahre alt geworden. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Jeder, der Kinder hat, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin standhaft bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir das, was wir vom Ausland aus machen können, tun. Und das ist, zu Kundgebungen gehen, die in der Stadt, wo wir leben, stattfinden. Zu Demonstrationen, die stattfinden, teilnehmen. Abgeordnete anschreiben. Frau Baerbock anschreiben, dass sie endlich den Deal, dieses Handeln mit dem iranischen Regime stoppen sollen. Dass die Revolutionsgarde auf die Terrorliste und Sanktionsliste kommen muss. Dass die Botschaften geschlossen werden müssen und die Konsulate. Dass ja, in Hamburg dieses hässliche Haus geschlossen wird. Das ist das, was wir von hier aus machen können. Die Revolution, das müssen die Menschen im Iran machen. Das Kämpfen, das machen die Menschen im Iran. Wir können sie hier nur stärken, wir können nur hier im Ausland sagen, was da passiert und warum die Menschen dort auf die Straße gehen, für welche Werte sie auf die Straße gehen. Nicht schlimm. Ja, und dafür gehen sie auch auf die Straße. Sie möchten glücklich sein, sie möchten tanzen, sie möchten mit ihren Freunden raus. Ganz banale Sachen, aber dafür, für Freiheit, Selbstbestimmung. Es geht nicht um Kopftuch, das haben wir immer wieder gesagt. Es geht um Selbstbestimmung, dass jede Frau sich kleiden kann, wie sie möchte. Und welche Religion sie auch ausüben möchte, das ist auch sehr wichtig. Ja, danke erstmal.